Hubertus Heil kündigt auch Rentenerhöhungen für 2025 an. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Rente lässt uns nicht los. Es ist ein heiß umkämpftes Thema. Und am 28.05.2024 hat Hubertus Heil in den Nachrichten angekündigt, dass es im Jahr 2025 auch eine Rentenerhöhung geben wird, wenn die Löhne steigen. Das hat er natürlich eingrenzend gesagt, meine Damen und Herren. Er geht davon aus, dass wenn die Löhne steigen, dass es 2025 dann auch eine Rentenerhöhung geben wird. So hat er uns das auch mitgeteilt. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. In der Wirtschaftswoche hat er da also gab es eine entsprechende Information. Heil macht Hoffnung auf steigende Rente. Es gibt eine große Reform. Er meint damit das Rentenpaket 2. Das Rentenpaket 2 soll ja das Rentenniveau für viele Jahre sichern, plus die Einführung einer Aktienrente, die dann dazu dient, dass mit den Erträgen aus der Aktienrente die Beiträge zur Rentenversicherung stabilisiert werden sollen. Es gab ein bisschen Knatsch wegen dem Rentenpaket und da gab es eine kleine Verzögerung. Heil kündigt auch an und sagt, dass die Renten weiterhin, also die Rentenanpassung weiterhin an die Lohnentwicklung gekoppelt werden. Die Renten sollen nicht abgekoppelt werden von der Kaufkraft. Deshalb muss das Rentenniveau auch stabil gehalten werden. Also die wollen das Rentenniveau bis 2039 auf 48% hier absichern. Ansonsten würde es auf 45% sinken. Die Renten würden dann den Löhnen weit hinterherhinken. Meine Damen und Herren, Hubertus Heil sagt klipp und klar, dass die Haltelinie mit dem Rentenniveau, das haben wir ja dieses Jahr auch schon mal bei den Berechnungen für die Rentenanpassungs, für den Rentenanpassungswert gesehen, dass diese Haltelinie dafür sorgt, dass Rentnerinnen und Rentner mehr Rente bekommen. Es war zwar nur 0,1% mehr. Somit hatten wir, also ohne diese Haltelinie 48%, hätten wir einen Rentenwert gehabt von 39,21 Euro, nee, 39,31 Euro und jetzt haben wir 39,32 Euro. Ja, aber meine Damen und Herren, Sie wissen, es gibt da so einen Spruch in Deutschland, Kleinvieh macht auch Mist. Also, meine Damen und Herren, was hier angepriesen wird als große Reform, würde ich sagen, naja, würde ich mich mal ein bisschen zurücklehnen. Es ist für mich zumindest keine große Reform, sondern es ist für mich ein Reformchen. Aber letzten Endes brauchen wir, um die Rentenversicherung zukunftssicher zu machen, stabil zu machen, sicherlich eine entsprechende erwerbstätigen Versicherung, in die alle einzahlen. Die Forderungen hierzu werden immer lauter. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wünscht eine erwerbstätigen Versicherung. Herr Heil, schließen Sie sich doch bitte dieser Forderung an. Und wenn notwendig, setzen Sie das auch bitte durch. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.